Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Omsi-Let's Play von mir. Ja, wir sind hier auf der neuen Karte Rhein-Ruhr. Die ist neu erschienen, das ist ja der Nachfolger von Gladbeck. Und ja, wir spielen heute die Linie 189 nach Bovar Straße. So wie ich das hier jetzt hier entziffern kann. Irgendwie ist die Matrix hier auch gerade ganz komisch. Und wir fahren ja natürlich auch mit den neu erschienenen Solaris Urbino 12. Wir werden in dieser Folge den 12er erstmal spielen. Ja, der ist nämlich ganz neu erschienen und wir gucken uns den mal an. So, ich weiß jetzt gar nicht, welches Repaint wir hier haben, aber das ist ja der Bus, der wurde ja erstellt von dem Entwickler des MAN Stadtbus. Familie Add-on. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Entwickler. Also ich finde auf jeden Fall seine MAN-Busse sehr gut. Und ja, wir müssen in 1,9 Minuten schon losfahren. Wir können uns den noch ganz schnell von innen angucken. So sieht er aus. Ich finde den auf jeden Fall sehr schön verarbeitet und auch es wird sich sehr viel Mühe dafür gegeben. Wir werden auf jeden Fall gucken, ob die Map auch so aussieht. Die Gladbeck-Map war ja, die hat ja nicht so einen guten Ruf gehabt. Und ich würde sagen, wir tun jetzt einfach mal den Motor starten. So. Okay. Wir fahren jetzt mal zu unserer Starthaltestelle. Ich hoffe, die Performance ist auch richtig gut hier auf der Map. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall nach drüben. Ich weiß jetzt gerade nicht, was mit dem Bus los ist. Der gibt jetzt nicht so schnell Gas. Ich weiß nicht, ob der noch ein bisschen nachpumpen muss oder so. Ah, jetzt fährt er, okay. Auf jeden Fall, man sieht schon, die Performance ist jetzt nicht so gut von dem Bus. Ich hoffe, es wird auf jeden Fall was besser. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier lang? Ich weiß es auch nicht, oder war doch dort? Nee, kann ja nicht, sonst hätte der das ja nicht da gekennzeichnet. Auf jeden Fall, hier will keiner mit einsteigen. Naja, dann fahren wir mal weiter. Der Sound, der ist auch schon mal ganz gut, muss ich sagen. Und der gibt auch richtig schön schnell Gas. Ich weiß jetzt gar nicht, was die nächste Haltestelle ist. Auf jeden Fall ist nur Oberhof als Haltestelle hier eingezeichnet. Und der Bus lässt sich auch schon mal sehr gut fahren. Aber wir wollen hoffen, dass wir jetzt hier nicht noch der neue Busbahnhof festige. Alles klar. Aber wir hoffen, dass wir jetzt nicht von der Map noch enttäuscht werden. Wir fahren jetzt nach Essen, soweit ich das hier sehen kann. Es ruckelt und ruckelt hier auf der Map. Wunderbar. Ich hoffe, die Ansagen gehen jetzt weiter. Naja, lassen wir uns mal überraschen. So. Also gucken wir uns die Map mal an. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Ja, also bis jetzt gibt es hier noch nichts zu bemängeln. Wir werden auf jeden Fall alle neuen Linien spielen. Die 189, die wir jetzt hier fahren, die wurde auch nur verlängert.
Die ging sonst immer nur bis zum Stadion, soweit ich weiß. Ich meine, das wäre die Linie gewesen. Und ja, wir wollen es hoffen, ne? Ich muss mal eben schauen. Fahrplan anzeigen. Oberhof Marktplatz. Müssen wir mal schauen, ob das jetzt Marktplatz hier ist. Ich will es hoffen. Ich bin auf jeden Fall jetzt top motiviert, diese Map mal zu testen. Wenn die Ampel auch mal auf grün gehen würde. Wir haben schon eine Minute Verspätung. Ah, jetzt geht's weiter. Gut. Ja, das ist Marktplatz. Aber das Ibis will irgendwie nicht weiterschalten. Alter, hier hat man echt sehr viele Performance-Probleme. Das ist echt schade. Und das Ibis will nicht weiterschalten. Kann ich auch nichts machen. Jedenfalls bin ich hier richtig. Boah, und hier gibt es einfach nur Performance-Probleme. Moin, moin. So, weiter jetzt. Ich hoffe, das tut sich jetzt ein bisschen legen nach der Zeit mit den Performance-Problemen. Ach. Ja, komisch. Jetzt komischerweise erst Marktplatz. Muss ich das verstehen? Oh, die öffnen sich auch noch von alleine, die Türen. Kann man das hier irgendwie weiterschalten? Scheißegal. Also ich darf keine Haltestellenbremse kurzzeitig reinmachen. Schade. So, weiter geht's. Jovi Platz ist die nächste Haltestelle. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Ja, ich fahre zu schnell. Wunderschön. Aber ich finde den Solaris eigentlich schon mal ganz cool, muss ich sagen. Und den Sound finde ich eigentlich auch cool, aber ich weiß jetzt, kann den ehrlich gesagt nicht erkennen, ob der jetzt original ist oder nicht. Aber ist trotzdem cool. Also dieses Piepgeräusch ist auf jeden Fall original, das weiß ich. Weil ich kenne den Solaris ja auch schon selber. Der Piepsound ist auf jeden Fall original, das weiß ich von den Türen jetzt. So, dritte Ausfahrt. Ich fahre mal lieber etwas vorsichtiger, weil ich habe mich jetzt an diesen Solaris noch nicht wirklich gewöhnt. Und wir müssen mal ein bisschen Gas geben, denn wir haben ja schon echt sehr viel Verspätung. Was für ein Wichser. Was denn? Das System hat sich doch noch nicht mal gemeldet da oben links. Mit den grünen Symbolen. Das sagt doch, ob ich zu stark bremse oder nicht. Da, guck, jetzt sagt es zum Beispiel irgendwas. Keine Ahnung, was das sein soll. Es tut auf jeden Fall immer Warnungen rausbringen. Ist da jemand? Nee, können wir weiter.
Also ich fühle mich in dem Bus auf jeden Fall schon sehr wohl, muss ich sagen. Der lässt sich echt gut fahren, aber bloß die Performance auf der Map, die ist ein bisschen, naja. Ich hoffe, da kann man auch irgendwas verbessern. Ansonsten ist das eigentlich alles ganz gut gelungen. Und ich glaube, ich sollte mal das Licht anmachen. Da. Dann sieht man nämlich auch mal was. Ich weiß zwar nicht, wir haben es jetzt 12 Uhr mittags. Ich weiß nicht, warum es so dunkel hier ist. Kann vielleicht sein, dass es bewölkt ist, weil es bewölkt ist oder so. Ich weiß es auch nicht so genau. Wundert euch auch nicht, dass ich hier so ein bisschen komisch spreche. Wir haben schon 1:25 Uhr nachts. Ich bin etwas spät von der Arbeit gekommen und ich wollte auf jeden Fall die Map noch hier let's playen. Ich weiß gar nicht, wie lange geht eigentlich die Map. Eine halbe Stunde, ja. Eine halbe Stunde. Oh, reicht ja. Länger muss sie ja nicht gehen. So. Da waren wir gerade schon, mein Gott. Ja, schöne Warnung. Das System geht mir jetzt schon auf die Eier. Oh, ich hätte. Nee, doch nicht. Ich hätte doch nicht da gemisst. Okay. Ja, ich habe zu stark gebremst. Wunderschön. Ah, Stadion ist die nächste Haltestelle. Alles klar. Hier wäre jetzt eigentlich die Endhaltestelle gewesen. Also in der Gladbeck-Version. Aber es geht noch viel, viel weiter. Aber wo ist denn hier überhaupt die Haltestelle? Achso, da, ne? Aber die Haltestelle war doch damals irgendwie ganz anders. Habe ich in Erinnerung. Komisch. Echt komisch, das Ganze. Naja. Ich habe auch schon das Video von Florian Kahle gesehen. Fand ich eigentlich recht witzig. Aber er tut manchmal Sachen bemängeln. Das muss ich nicht verstehen. Ich meine, OMSI ist ja nur so ein Spiel und dann tut er sich über irgendwelche Abgrenzungsbäume, ich weiß jetzt gar nicht, wie man die nennt, Abgrenzungsbäume oder so ein Meckern, wo ich das noch nicht mal mehr verstehen kann, weil was hätte man sonst anderes an Objekten benutzen sollen? Manchmal übertreibt Florian Kahle echt. Stadion waren wir gerade, Dankeschön. Aber sonst, ich finde sonst Florian Kahle eigentlich sehr unterhaltsam. Bloß einige Sachen finde ich auch blöd auf der Map, natürlich. Wie zum Beispiel diese abfotografierten Screenshots von Straßen, wo er dann als Ende benutzt hat. Das, naja, das finde ich jetzt gerade auch nicht so schön. Das hätte man anders lösen können, indem man sich ein bisschen mehr Mühe gibt. Aber naja, ich will ja nicht zu viel rummeckern. Ich will ja keine Hater hier bekommen oder sonst was. Ich finde die Map eigentlich ganz okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mich stört das nicht. Hauptsache, man kann sie fahren. Das ist ja immer die Hauptsache. Was denn? Ich muss so viel Gas geben. Na gut, so viel jetzt auch wieder nicht.
Aber es macht echt Spaß, mit dem Solaris hier Gas zu geben. Muss ich sagen, das macht echt Spaß.